Oh fuck, sind die Viecher nah bei mir. Alter, das Viech killt mich. It's gonna kill me. No. Jonathan. Okay, get there. No. Das Kleine, mich verfolgt noch ein Kleines hinzukommend. Das nervt mich gerade voll. Der Große geht sogar. Aber ich komme noch zum Outposter. Oh, mich hat der Große geschlagen, Alter, fast tot gekloppt. Ich sehe auch gerade so einen Toten. So einen Großen im Hintergrund. Aber ich glaube, der ist so weit weg, der dürfte mich nochmal... Ich bin im Outpost. Oh. Nicht sehen. Bin gesaved. Ich hatte ja eigentlich die Chips geben, oder? Die regenerieren doch bestimmt ein bisschen was. Live glaube ich leider nicht. Was dann? Außer nichts? Medipacks und eben so Bandagen und sowas, so wie auch bei DayZ. Ne, was machen die Chips dann, wenn die nichts machen? Die Chips, die füllen nicht dein Leben auf, sondern dein Essen, deine Essensanzeige. Wenn die leer ist, stirbst du auch langsam vor dich hin. Ach so. Man hat so viele Schwierigkeiten in diesem Spiel. Soll ich jetzt in der Dingzone auf dich warten? Hier sind voll viele Spieler, ne? Scheiß die Wand an. So richtige Arschlochspiele, das sehe ich jetzt schon. Ich bin gerade an diesem Lagerfeuer, direkt vor dem Outpost. Ja. Ist gerade richtig scheiß dunkel. Oh Mann, ich mag es überhaupt nicht, wenn es hier so dunkel ist. Mhm. Ich muss mich hier wegschleichen. Hier sind vier Spieler. Die bewachen den Outpost. Wenn du näher kommst und die dich sehen, knallen sie dich wahrscheinlich ab. Oh. Mich hat ein Porter gesehen. Kleiner. Aber du bist fast beim Outpost, ne? Ich guck, dass ich dich abholen kann. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich auf der Karte. Na, du bist nicht weit. Scheiße, mit der Brechstange viermal. Kann ich da hin? Nee. Jetzt sechsmal. Stirbt ist immer noch nicht tot. Man kann immer in Bewegung bleiben. Okay, jetzt ist er weg. Ich bin jetzt gleich bei dir. Ich bin jetzt von denen weggerannt, ne? Ich weiß nicht, ob die mir jetzt hinterherlaufen, die Penner. Hat mich auf jeden Fall 400 Leben gekostet. Ich habe jetzt nur noch 200. Ich bin fett am Arsch. Da, ich sehe dich. Hier bin ich. Das bin ich. Cool, bleiben. Guck mal, siehst du das da hinten? Oh. Oh, fuck. Noch einer. Oh ja, ich da duck. Vorne. Da vorne. Bin geduckt. Wenn du dich komplett hinlegst mit Z kannst du dich ganz hinlegen. Dann hast du oft ganz gute Karten. Der macht nichts. Und das Lagerfeuer hast du schon ausgekundschaftet? Ja, so auf den ersten Blick habe ich mal nichts gesehen. Aber da steht jetzt... Kann man krabbeln in dem Modus? Ja. Wir können noch kurz in den Outpost gehen, aber ich habe halt Schiss, wenn wir uns dort dann mit Waffen ausrüsten, dass die uns da einfach killen, die das bewachen. Die Spieler. Das kann natürlich passieren. Lass uns dann lieber ein paar Gebäude ausgucken, die in der Nähe sind. Ja. Vielleicht können wir da irgendwie hinein. Spazieren und Waffen finden. Ja. Müssen aber ein Stück vom Outpost weggehen, genau, weil sonst sehen die uns wahrscheinlich noch von da und snipen uns weg. Vorne raucht irgendwas, ne? Siehst du das? Das muss so ein Porter sein. Ja. Ich nenne ihn einfach James Porter. AKA der Schreihals. Code. Der hobbymäßige Codenascher. Hat er mich jetzt gesehen? Oh Gott. Ja. Oh. Okay, warte. Hinter dir. Ja. You're gonna die. Ah, da ist er. Ja. Okay, he's dead. Zu zweit ist es schon geil, ne? Ja, zu zweit hat man auf jeden Fall bessere Karten. Das ist natürlich noch besser, wenn man einfach den Zustand herstellt, dass wir beide Waffen haben. Ja. Dann ist man unbesiegbar, glaube ich. Zu dritt, zu viert ist natürlich noch besser wahrscheinlich, ne? Wenn man das halt richtig... Oh ja, auf jeden Fall. Ich denk, schwierig ist es dann, wenn man dann rumballert. Da muss man sich, denke ich, schnell bewegen, weil die Spieler einen ja dann hören und vielleicht zu einem hinrennen. Und einem dann in der Popo zwicke. Ja, aber die sind dann auch, denke ich, vorsichtig, wenn die sehen, oh, vier. Eine Gruppe von vier Leuten, dann ballern die nicht gleich los, denke ich. Wenn sie Einzelkämpfer sind. Guck mal, siehst du da hinten diese Rauchfahne zwischen den Gebäuden? Da würde ich gerne hin, das ist wieder so ein abgeschützter Heli. In den Gebäuden sieht man jetzt sowieso nicht viel, ohne Beleuchtung. Ja, wir haben noch keine Taschenlampen. Das ist auch immer direkt die Frage an die Zuschauer. Kann man eigentlich Sachen, die man sich im Inventar kauft, wie zum Beispiel diese Klamotten, behält man die, wenn man stirbt? Weil ich habe schon gesehen, dass es bei manchen Sachen extra dabei steht. Vorsicht, bei Tod ist es weg. Aber wenn das schon dabei steht extra und bei anderen Sachen nicht dabei steht, gehe ich ja davon aus, dass die anderen Sachen alle nach dem Tod erhalten bleiben. Eigentlich schon. Aber du siehst ja, es ist jetzt irgendwie ein Update gekommen. Also ich habe jetzt vorhin 1 GB geladen an irgendwelchen Veränderungen. Also vielleicht wurde schon das ein oder andere gefixt. Ja, stimmt. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn mal up-to-date gehalten wird, weißt du, Neuerung. Hier sind Zelte übrigens. Ich habe Zigaretten gefunden. Oh mein Gott, ich könnte eine rauchen laden. Komm, rauchen wir eine.
Hat ihr irgendwo eine fette Wumme? Ich kann nicht sehen, ist so extrem dunkel. Ihr smoked auch noch voll hart. Ah, das ist gar kein abgestürzter Heli, sondern nur ein Reifenberg. Ein Haufen von brennenden Reifen. Noch mehr Zigaretten. Noch mehr Zigaretten, was ist los? Ich guck mal kurz, was die in a world filled with deadly monsters, what's the harm? Sell these for money. Ah, die kann man einfach verkaufen, okay. Gebe ich dir also später einfach. Im Shop dann. Genau. An den Waffenhändler. Ich gehe gerade an diesem Turm noch ein Stück hoch. Ich bin hier gerade mitten im Rauch. Und hier ist 9mm Munition. Wo bist du? Bist du noch bei dem Feuer oder bist du bei den Wegen? Ich bin schon wieder weg vom Feuer. Ich check hier gerade die Gebäude ab. Hier sind gerade relativ viele begehbar. Ich will einfach sehen, vielleicht liegt hier irgendwo eine Waffe rum. Ah, das ist geil. Das gefällt mir voll, dass man auch echt an vielen Stellen einfach in die Häuser gehen kann. Auch hoch kann auf die Dächer und so. Auf jeden Fall sollten wir es uns auch zur Religion, zur Devise machen, dass wir auch alle killen, oder? Wenn wir einen sehen, sofort drauf, wenn wir die Möglichkeit haben. Also Spieler, technisch. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, in dem Game ist es wirklich so. Alles, was sich bewegt, muss getötet werden. Außer wir zwei uns gegenseitig. Wir sind viel zu cool, um zu sterben, Long. Ich bin jetzt hier gerade ganz hinten auf dieser fetten Hauptstraße. Halt auf so einem Dach. Auf so einem, genau, immer noch beim Feuer auf so einem Dach drauf. Man konnte ziemlich hoch gehen. Habe jetzt gehofft, dass ich hier was ultra cooles finde, aber nicht. Aber ich kann von hier oben alles begutachten. Und wenn das Haus nicht zwischen uns beiden wäre, könnte ich dich sehen. Oder das würde mich interessieren, ob ich dich sehen könnte, wenn ich wollte. Ich glaube nicht, ich schleiche gerade an hohen Häusern vorbei. Ich müsste normalerweise nicht sichtbar sein für dich. Okay. Wahrscheinlich sind auch so weit außen aber an der Karte nicht so viele Spieler, oder? Nehme ich an. Oh, da vorne ist nochmal ein kleines Lagerfeuer. Möglicherweise ist da noch was versteckt. Aber ich komme jetzt erstmal... Ich glaube, ich komme jetzt erstmal... Oh, fuck, genau vor mir ist ein Kotsemmelviech. Ich komme erstmal zu dir, weil solange wir so weit getrennt sind, haben wir den, ist der Vorteil ja verloren, der Zweisamkeit. Arg weit weggerannt? Nee, ich komme jetzt wieder zurück. Ja, das Problem ist, zu zweit sind wir auch aufgeschmissen, wenn wir keine Waffen haben, ey. Ich hab ja, die letzten Male relativ schnell bin ich an Waffen gekommen. Entweder bin ich in der Nähe von einer Tankstelle gespawnt oder... Oh, ja. Ach, Gott sei Dank. Das ist schön, wie das hell wird. Steh dich da vorne, warte mal, bleib mal stehen. Ja, bei Spielern haben wir echt verschissen, wenn wir beide keine Waffe haben, aber bei den Netherviechern ist man, glaube ich, zu zweit wahrscheinlich immer besser dran. Ja, da vorne ist ein roter. Eben gelaufen. Du bist ganz, bist du auf der Straße oder an der Straße? Nee, warte, ich komme zurück. Weil ich bin eigentlich genau bei dir, oder? Ah, da bist du ja, hier, über dir. Ich bin hinter dir, auf diesem Podest. Hello. Komm, da gegenüber sind noch Gebäude, sollen wir die mal auskundschaften? Ja, kann man sogar hochgehen auf das Gebäude, geil. Ich fange mal hier unten erdgeschossmäßig an. So. Durchkämme hier mal alle Räumlichkeiten. Aber ich komme direkt mit. Wenn so ein Netherviech kommt, müssen wir da zu zweit draufklopfen wahrscheinlich. Dann kommen wir... Genau. Oh fuck, mich hat was gesehen. Guck, dass ich mich in Bewegung halte, weil ich bin auch so gut wie dead. Oh, glaubst du die? Glaubst du, die verschwinden vielleicht doch? Oh, da hinten kommt's. Guck mal. So, pass auf, der nächste Beamer wird jetzt schon hier... Bam! Bam! Okay. Oh, Bewegung. Ah. Jawohl. Okay. Ich habe sogar auch XP bekommen, ne? Da für deinen Kill. Ich habe 25 bekommen. Ah, cool. So, da werde ich jetzt gleich mal wieder... So, du sagst also, ich soll irgendwo anders rein investieren, in Blöcken. Da ja, kann was? Ich aber noch nicht. Achso. Ich kann... Wenn du Level 2 bist, ganz unten bei Melee, wenn du das auswählst, mit Level 1, kannst du schon so blocken, so. Ha, ha. Achso, Melee ist... Ja gut, das hatte ich vorhin auch. Melee blocken, danach kommt Brechstange und danach kommt noch irgendwas. Aber so lange werden wir wahrscheinlich nicht überleben. Oder auch nicht. Ich denke, wir überleben jetzt unendlich lang. Wenn wir gleich an eine Quelle vor lauter Ressourcen geraten werden. Ja. Die sehr genüsslich zu verzehren sein werden. Hier hoch auf das Dach, aufs Haus, okay? Ich komme auch hoch, wenn ich die Trap gefunden habe. Außen ist eine dran. Oh, da kommt man aber nur ganz nach oben. Also man kann intern nicht rumlaufen, anscheinend. Doch, hier ist eine Etage, in der man stolzieren kann. Also wenn hier keine Waffe ist, dann weiß ich auch nicht.
Die Supplies wäre auch mal cool, oder? Loot Drop.